Flieger ist der Oberhammer, yeah! Ja, für alle, die Gleitschirmfliegen leistungsmäßig machen wollen, ist die Liga eine tolle Sache. Man kann sich qualifizieren über die Landesmeisterschaften, man braucht auf jeden Fall eben den B-Schein. Deutsche Liga fliegen ist für mich richtig geil. Ich mache es schon seit 20 Jahren jetzt bald. Also das Fliegerfliegen für mich bedeutet einfach gemeinsames Fliegen auf guter Leistung. Man hat immer den gewissen Druck und einfach auch den Reiz dafür. Fliegerfliegen ist geil! Deutsche Liga, ey! Ich bin die Annalena Hines-Krause, fliege jetzt im dritten Jahr in der Deutschen Liga mit. Fliegerische Herausforderungen, taktisch sowie auch technisch, man kann sich hier echt weiterbilden, fortschreiten und immer wieder was Neues lernen. Und darüber hinaus treffen wir uns an schönen Orten, Urlaubsorten, so wie hier in Lenkries bei bestem Wetter mit 120 anderen, mit vielen Freunden von ganz Deutschland, aber auch international, und das macht einfach Spaß. Ja, ich schaue, ob alle meine elektronischen Sachen einwandfrei funktionieren, weil beim normalen Streckenfliegen, da ist es nicht so wichtig, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Beim Wettkampffliegen ist man halt sofort aufgeschmissen, wenn irgendwas kaputt geht oder so Klassiker, so Batterien alles sind, Akku nicht geladen. Ich bin der Jens Gierdorf, ich fliege hier auch heute in der Deutschen Liga mit, immer noch, mittlerweile seit 17 Jahren. Ja, insgesamt muss ich sagen, macht das Ligafliegen einfach einen Riesenspaß, weil das Ganze drumherum halt nicht ganz so aufwendig ist. Für mich ist es schön, zum Fliegen zu kommen, dass diese Termine fix und geplant sind, sodass man die schon rechtzeitig im Jahr bei sich in die eigene Planung einbringen kann und dann sagt, okay, man schaut nur noch aufs Wetter und geht gerade in den Bergen irgendwo fliegen, und es findet ja alles in Deutschland statt, vielleicht noch in Österreich, aber alles relativ in der Nähe und ist nicht wie bei Europa- oder Weltmeisterschaften oder World Cups irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Also die großen Wettbewerbe, das sind schon Wettbewerbe, wo du einen riesen Drumherum hast, wo ja auch von der Pilotenanzahl nochmal deutlich mehr Piloten starten als hier bei der Liga. Und das ist natürlich vom Einschreibungsprozedere angefangen, von der Eröffnungszeremonie von solchen großen Events bis zum Abholen hinterher in irgendwelchen Ländern, wo man ja vielleicht keine Bergbahnen hat oder keinen Zug oder vielleicht eine Busverbindung hat, ist das natürlich schon ein ganz anderer Aufwand hier, wo du noch relativ lokal fliegst und im Prinzip keine Probleme mit Infrastruktur hast. Wenn ich frei geflogen wäre, dann wäre ich erst gar nicht so weit weggeflogen, sondern wäre eher am Braunig selber geblieben. War aber auch eine schöne Erfahrung, hat auch Spaß gemacht, und jetzt schauen wir mal, wie viel der Platz es geworden ist.